Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und wir spielen weiter Standard Eldritch Edition. Wir machen gerade hier richtig krass Progress. Wir sind jetzt dabei, 4 Schalter zu aktivieren, die am Arsch der Welt sind. Und dadurch öffnet sich dann irgendein krasses Portal oder so ein Scheiß. Warte, warte, da unten ist so ein Ding. Achso, inmitten der Todeszone natürlich. Ah, wir haben nur ein bisschen Schaden genommen. Hat sich natürlich wieder mal nicht gelohnt für den Inhalt, aber egal. Gea-Anomalien wieder. Sind hier also die krasseren Gegner. Leute! Verdammte Scheiße, Sprungmechanics, ey. Gong. Gong. Das muss ich dem Spiel lassen. Der Gong ist atmosphärisch. Einen Heiltrank liegt, dann sollte ich eigentlich auch einen nutzen. Ne? Okay, links ist Todeszone. Was ist das hier eigentlich? Keine Ahnung. Irgendwas gegen die Todeszone müssen wir auch irgendwann mal noch unternehmen können, ne? Oh nee, was ist denn jetzt los? Einfach nur Roboter. Okay. Shit. Alter. Okay. Der Stabdinger ist unten, ja. Aber ist da unten nicht Todeszone? Ja. Gelistet. Fimler. Gerne. Rauf also. Geht's da links lang? Da könnte ich vielleicht einen Aufzug aktivieren. Das ist gar nicht mehr so verkehrt. Ah, ein Kristalldingens. Ich fiel fast. Out the fever.
mit euch verquere ich der Gesichter am Handheim, das ich freudig gelöscht, meine Träne weg. Hm. Tja, und dann wurde euer Gott nicht befreit, euer kleiner Cthulhu, ja? Oh nee, endlose Horden! Was ist denn das? Komm ich nicht durch. Scheiße! Gut, dass ich vorher die Abkürzung freigeschaltet habe. Das ist dann da also durch ein endloses Hordengebiet, ja. Also hier Schaden erhöhen. Zack. Das mit dem Heilding war zu krass, ne? Zu teuer. Wo warst du denn überhaupt? Ach, da. Ja, 2850 kann ich mir gerade nicht leisten. Jetzt sollte ich deutlich mehr Schaden machen mit den 33% mehr. Das ist schon einiges. Schön durch die dunkle Scheiße. Und da sind wir. Immerhin etwas. Der Aufzug ist cool. Ich wünschte aber, das hätte es in den anderen Bereichen auch gegeben. Okay, ich gehe wieder drauf. Wo soll man da lang? Na, sterben ist so ein wiederkehrendes Thema gerade hier. Lauf, 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 lauf. So ein bisschen zu kotzen wird einen da schon, so schnell wie es geht. Guck einfach mal weg. Irgendwann werden wir schon oben sein. Ich zieh es auch so ein bisschen aus den Augenwinkeln. Und der Kotzride ist zu Ende. Okay, jetzt schauen wir uns die ganze Sache noch mal in Ruhe so ein bisschen an, ja? Hier hin. Dahin. Dann müssen wir hier rauf. Nein!
Wir waren weiter. Dann hat mich da die Scheiße aus der Luft gehittet. Aufzug fahren, Aufzug fahren, Aufzug fahren. So ein bisschen Fahrstuhlmusik einblenden wäre jetzt auch was, ne? Geh da runter. Dass man hier auch nirgends runterfallen darf, ist schon ärgerlich. Jesus, das war richtig knapp. Ihr zieht euer Ding da hinten durch. Das ist okay für mich. Hey! Alter, die wäre fast da runtergeslidet, die blöde Kuh. Lass mich hier mal hoch. Damit ich hier hoffentlich eine Abkürzung freischalten kann. Alter. Geil. Geil. Ich bin einfach mitten in der Todeszone. Aus irgendeinem Grund nehme ich die ganze Zeit Schaden. Ich weiß nicht warum. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Ne? Aber ich muss da durch. Nice. Gasdinger haben mir vermutlich den ganzen Schaden zugefügt. Aber ist natürlich auch schön, dass man die nicht sieht. Nice, 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 nice. Ja, und da sind wir drin. Gut. Hervorragend. Also machen wir den ganzen Scheiß nochmal. Und sonst sowas gebaut ich habe. Ja, bei mir das übliche. Nach rechts drücken. Und drück mal nach oben. Und drücken nach oben. Und drücken nach oben. Gameplay vom Feinsten, sage ich jetzt mal, ne? Gehen wir hier lang in den Modus, wo jemand vergessen hat, 3D-Gläser mit einzuprogrammieren, ja. Fallen hier fast runter, wieder mal. Und sind jetzt dann wieder über der Pit of Instant Death. Von riesigen Augen beschossen werden, die eine Reichweite haben von 1 Milliarde Kilometer. Nice! Und ich laufe hier oben in die Sackgasse rein, um einen krassen verdorbenen Schatz zu holen. Genau, das war meine Intention.
Dann müssen wir hier hoch. An den Gaswolken, das sind nahezu Instant Deaths vorbei. Während wir von riesigen Augen beschossen werden, die unser Schild die ganze Zeit runterprügeln. Ach, natürlich sind wir noch nicht am Ende. Das wäre ja sonst auch zu einfach, ne? Nein, wir müssen jetzt hier noch hoch. An den Augen vorbei mit der Reichweite von 3 Milliarden Kilometern. Dann sind wir hier und kommen da nicht weiter. Weil das ein bisschen zu hoch ist, aber hey. Ach so, hier ist ja auch nur der geile Schatz. Ne? Der war wichtig, den haben wir gewollt. Ich bin übrigens auch so salty, weil mein Internet wieder mal rumkackt. Vodafone ist echt eine Premium-Firma, muss ich sagen. Ne? Da upgradet man die Leitung auf 100.000, kriegt standardgemäß dann nur 300.000 raus, obwohl Glasfaserkabel hier ist. Ne? Und dann funktioniert es zurzeit die letzten Tage einfach so die meiste Zeit gar nicht. Das ist auch sehr gut. Die Scheiße. Jawohl. Eine Abkürzung offen. Geil. Das Ding ist, ich weiß nicht, was mir die Abkürzung bringt. Weil das ist ja der Weg, wo ich eh herkam. Überall sind die Kackviecher. Kann sich hier nicht mal in Ruhe die Map angucken. Oh, wo soll ich denn hin? Weiter nach rechts, aber da ist instant tot wieder. Geil. Geil! Sprungmechanik! Nice! Wirklich. So, und jetzt rennen wir hier in unseren Tod. Gut. Haben wir das also abgehakt. Da muss ich vermutlich unten irgendwie lang. Vielleicht kann ich ja mit meiner geilen Hakentechnologie jetzt da unten irgendeinen anderen Weg gehen. Dann gehen wir nicht wieder ganz rauf. Aber immer die Grottenscheiße haben wir erledigt. Naja, das war eine Folge Standard Eldritch Edition. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Der Blind Spectator war auf euch am Mikrofon. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein.